Hallo liebe Tennisfans, hier ist wieder euer Markus von All About Tennis. Heute möchte ich euch den Kickaufschlag erklären. Und zwar möchte ich wieder auf die Details des Kickaufschlags nur eingehen, die sich eben unterscheiden von Slice und harten Aufschlag. Dieses Video ist sozusagen eine Ergänzung zu meinem ersten Aufschlagvideo, das über den grundsätzlichen Ablauf des Aufschlags handelt. Ich habe euch auch hier einen Link eingefügt, sodass ihr euch dieses Video zuerst ansehen könnt, bevor ihr dann das Video zum Kickaufschlag ansieht. Hier seht ihr zum einen ein paar Aufschläge, wie ich sie mache, beziehungsweise wie sie dann noch abspringen, was im Endeffekt halt unterschiedlich ist von den verschiedenen Aufschlägen, also Slice, Kick und Hard, ist der Ballwurf. Und die Zuschlagbewegung, also somit die Art, wie ich den Ball treffe, gleich bleibt. Die Fußstellung, der Absprung aus den Knien, die Körperdrehung, das Reinfallen des Schlägers hinter den Rücken und die Art, wie man einfach den Schläger aus dem Rücken rauspeitscht. Hier seht ihr eine schöne Zeitlupe, wie ich auch sehr stark nach rechts vorne oben Richtung Kamera schwinge. Ja. Dann geht's los. Also die Stellung ist ja eben gleich. Ich lasse den Schläger wie immer hinter meinen Rücken fallen. Und jetzt soll aber in diesen Kickaufschlag praktisch ein leichter Topspin rein, also ein Vorwärtstrall. Und wie erreiche ich das? Ich muss den Ball im Gegensatz zu einem ersten Aufschlag oder Slice-Aufschlag jetzt nicht rechts vor mich werfen, sondern ich werfe den Ball links von mir. Ich werfe den Ball mehr nach hinten und mehr nach links. Wobei ich jetzt von, also vorne, rechts, links, nicht von meinem Körper ausgehe, wie ich stehe, sondern immer vom Platz aus. Also das ist vorne, das ist links. Der Ball wird dann auch nicht komplett in der Streckung getroffen, rechts vorne, sondern er wird eben auf dem Weg dorthin getroffen. Das heißt, der Schläger fällt ja in den Rücken und man zieht ihn praktisch dann hoch an den Punkt, wo man den ersten Aufschlag trifft, aber davor schon. Ja, da links hinten wird der Ball getroffen. Dadurch trifft man praktisch den Ball mit so einer Schlägerfläche. Und wenn wir uns jetzt die Achse anschauen, um die sich der Ball dreht, ist sie nicht mehr gerade, sondern der Schläger ist ja so, weil er noch auf dem Weg nach oben ist und der Ball dreht sich um eine leicht schräge Achse. Man schafft es natürlich nicht, einen ganz sauberen Vorwärtstrall hinzubekommen, das ist auch gar nicht nötig, sondern er wird immer leicht schräg sein, sodass sich der Ball praktisch so dreht, seine Kurve fliegt und dann bei einem Rechtshänder, ich weiß Rechtshänder, würde er nach rechts oben abspringen, der Kickaufschlag. Dazu ist es wirklich nötig, eben den Ball etwas links vom Körper zu werfen. Ich mache es nochmal langsam vor. Schläger fällt in den Rücken, ich ziehe hoch und jetzt treffe ich ihn praktisch weiter links hinten und tiefer. Und ich streife dann den Ball nach rechts vorne oben, praktisch so über den Ball. Der Schläger geht auch leicht zu, er schließt. Und er streift nach rechts vorne oben. Ja, dann an dieser Stelle, wo ich dann den ersten Aufschlag treffen würde oder den Slice-Aufschlag, ja, kippe ich dann eben auch zu, schwinge wieder nach links aus, wie immer. Aber der Treffpunkt ist eben anderer und ich bin mehr am Hochstreifen. Ja, nicht am Runterklappen, wie bei einem Slice oder ersten Aufschlag. Hier nochmal ein paar Aufschläge in Echtzeit. Ich glaube, da kann man auch schon ganz gut sehen, wie der Ballwurf eben links geworfen werden muss und der Treffpunkt eben links vom Körper ist und man dann nach rechts vorne oben am Ball vorbeistreift. Der Ballwurf muss sich eben wirklich danach orientieren, wo der Schläger vom Rücken hinten raus schleudert. Ja? Das heißt, ich habe eigentlich nur die Möglichkeit, praktisch hier hochzuziehen,
Ich darf den Ball nicht zu weit vorwerfen, weil denn da vorne kann ich nicht mehr hochziehen. Da bin ich dann am Runterschlagen. Ich darf auch nicht zu weit hinterwerfen, sondern es muss eben wirklich genau passen, dass ich, hier komme ich aus dem Rücken und auf dem Weg schräg nach vorne oben treffe ich dann den Ball. Das heißt, es ist ungefähr kann man sagen, auf Kopfhöhe, aber noch leicht links vom Körper. Man kann da nicht unbedingt davon ausgehen, jetzt von dieser Position, denn und sagen, okay, der Ballwurf wäre jetzt hier genau hinter mir da richtig, denn ich soll ja auch mit dem Kickaufschlag ins Feld springen. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo ich den Ball treffen würde, wäre ich ja schon auf dem Weg ins Feld, sodass dann mein Körper nicht mehr in der Position ist, sondern ungefähr in der, bloß in der Luft, sodass man sagen kann, der Ball soll ungefähr hier aufkommen. Ne? Also leicht links von uns, aber schon noch ein Stück im Feld. Ja? Aber dann muss man natürlich auch ins Feld reinspringen und das soll man ja auch. Ne? Ein erster Aufschlag oder ein Slice-Aufschlag zum Vergleich kommt natürlich leicht rechts vom Körper auf und noch ein ganzes Stück weiter vorne. Ne? Denn da bin ich ja nicht mehr hier am Rausziehen des Schlägers, sondern schon rechts vorne oben am Runterschlagen. Auch die Drehung des Arms, ja, die wir sonst immer nutzen, also gerade beim ersten Aufschlag, beim harten Extrem, um den Ball gerade zu treffen, ist in dem Moment nicht wirklich da, denn wir treffen ja den Ball hier und wir streifen ihn praktisch so. Ja. Also diese Drehung, die wäre kontraproduktiv, denn die würde unseren Ball ja gerade machen. Und da muss man die wirklich im Moment des Treffens komplett weglassen. Ja? Also es wird sich hier ein bisschen anfühlen wie eine Scheibe, die hier schräg steht und wir wischen wirklich an der Scheibe hier schräg nach vorne, rechts oben. Hier seht ihr nochmal ein paar Aufschläge von oben. Da kann man einfach am besten sehen, wo man den Ball trifft und wie man ihn streift. Schön der Treffpunkt links vom Körper zu sehen und wie ich ihn dann nach rechts oben, aber auch eben nach vorne schlage, um genügend Geschwindigkeit in den Aufschlag zu bekommen, das ist eben nicht zu vernachlässigen. Hier nochmal die Zeitlupe, wie ich den Ball treffe und nach rechts vorne oben schlage. Hier sieht man, wie schräg der Schläger noch steht, wenn er den Ball trifft. Und erst jetzt kommt er in die Streckung, der Ball ist aber schon längst weg. Hier nochmal dasselbe in Zeitlupe, Ballwurf links, Schläger steht noch schräg beim Treffpunkt. Je mehr man den Aufschlag jetzt eben nach links wirft, desto schräger wird die Achse. Ja, wenn sich der Ball um diese Achse drehen würde, wäre es ein reiner Topspin, das schafft man nicht. Aber wenn man sehr weit links wirft, dann kommt man dem schon relativ nahe. Und dadurch kriegt der Ball eben einen super Topspin. Und durch den Topspin fliegt der Ball im Bogen nach unten. Man kann relativ hoch übers Netz machen den Aufschlag und er kommt wieder ins Feld. Und das ist auch der Grund, warum sehr gute Spieler, die den Aufschlag eben beherrschen, diesen Aufschlag fast ausschließlich als zweiten Aufschlag nutzen. Wobei ich finde, dass der Kickaufschlag der schwerste Schlag im Tennis ist. Und es dauert wirklich einige Zeit und braucht viel Übung, bis man ihn eben sicher beherrscht. Wenn man ihn dann allerdings kann, dann ist er schon verdammt sicher und man kann ihn relativ schnell und aggressiv machen und er ist eben trotzdem sicher. Er springt außerdem ja, nicht nur gerade hoch nach hinten, sondern die Achse wird immer leicht schräg sein. Dementsprechend dreht sich der Ball eben so, fliegt so in die Kurve und springt hoch. Hoch nach rechts oben auf die Rückhand des Rechtshänders, gegen die man ja meistens eben auch spielt als Rechtshänder. Das ist ein nochmal ein zusätzlicher Effekt, der halt sehr unangenehm für einen Gegner ist. Und er kann sehr schwer Druck auf so einen Ball ausüben. Und das ist ja das Ziel beim zweiten Aufschlag, dass man ihn eben nicht um die Ohren kriegt.
Hier seht ihr, wie ein Kickaufschlag abspringen sollte. Von uns aus gesehen fliegt der Ball erstmal eine leichte Rechtskurve, bis er springt, und dann springt er hoch nach links ab. Wären diese Aufschläge Slice-Aufschläge, würden sie sich weiter rechts vorbei an der Kamera drehen. Weil sie aber Kick sind, springen sie hoch links an der Kamera vorbei. Ja, das war mein viertes Video zum Aufschlag, und zwar über den Kickaufschlag. Ein Video kommt noch über den Aufschlag, und zwar vergleiche ich da die verschiedenen Aufschlagvarianten miteinander, sprich ein bisschen über die Taktik und gehe auf einige Fragen ein, die mir über YouTube gestellt worden sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!